31. Gib dem Jungen ein paar Ohrfeigen, damit er aufwacht, befahl mir Jackson. Wir waren gerade in einen geschmacklosen, übergroßen Neubau eingebrochen, um dort die Nacht zu verbringen. Als wir das Gebäude durchsucht hatten, war Jackson zum Van zurückgegangen, um Matthew ins Bett des Gästemas zu befördern. Ich würde gerne wissen, wie er sich in eine so dämliche Lage bringen konnte. Jackson lehnte sich mit der Schulter an die Wand und öffnete die Flasche, die Selena hervorgeholt hatte, um unsere geglückte Rettungsmission zu feiern. Ich ließ mich neben Matthew nieder und rüttelte ihn an den Schultern. Fester. Nichts. Er wird noch früh genug aufwachen. Schnipsend verlangte Selena nach der Flasche. Komm, JD, da unten gibt's eine Dartscheibe. Jackson nickte. Los, Ivy, lassen wir ihn fürs Erste allein. Ich will nicht, dass er aufwacht und nicht weiß, wo er ist. Nicht nach so einem Tag. Deine Mutter weiß, was das Beste für dich ist, Kind. Mir schauderte. Ihr könnt ruhig gehen und ein bisschen spielen. Meine Freundin hat mich geholt. Abrupt blickte ich auf ihn herab. Hatte Matthew das wirklich geflüstert? Nachdem ich ihn so lange nur in meinem Kopf gehört hatte, klang seine Stimme nun volltönend und echt. Er war wach, seine Augen standen offen, sie wirkten durch und durch vertraut. Er fuhr auf, riss mich in die Arme und hielt mich fest an sich gedrückt. Sein Atem ging stockend, als hätte er sich aufs Innigste danach gesehnt, mir zu begegnen. Über Matthews Schulter hinweg sah ich, wie Jacksons Stirnrunzeln zu einer Grimasse mutierte. »Du hast doch gemeint, du hättest den Typen noch nie getroffen«, bemerkte Selena spitz. »Hab ich auch nicht.« »Herrscherin«, seufzte Matthew in mein Haar. Ich versteifte mich und wünschte, er hätte das Wort nicht laut ausgesprochen. »Warum nennst du sie so?«, fragte Jackson, während Selena neugierig den Kopf neigte. Matthew wich von mir zurück, um ihn anzusehen. »Warum tust du das nicht?« Ich hätte nicht sagen können, ob es herausfordernd oder einfach nur verwirrt geklungen hatte. Jackson offenbar auch nicht. »Sag uns, wie du heißt.« »Matthew.« »Matt, Zero, Matto.« Mit verschmitztem Gesicht fügte er hinzu. »Die Herrscherin kennt meinen Namen.« Jackson fragte, »Wo kam all das Wasser in deinem Haus her?« »Aus einem Rohr.« Dann erklärte er Jackson, »Wasser fließt durch Rohre.« Jackson stieß sich von der Wand ab. Er war ganz offensichtlich mit seiner Geduld am Ende. »Hast du was am Kopf, Junge?« »Jackson, bitte!« Noch ein wütender Blick von Seiten des Kajuns. Dann wisperte er Selena zu. »Der ist ja langsamer, als die Polizei erlaubt.« »Die Polizei«, begann Matthew großspurig, »ist langsam.« Laut und übertrieben deutlich sagte Selena, »Ich bin Selena Luna und das ist Jackson Devo.« In gelangweiltem Ton wiederholte Matthew, »Devo und Luna.« Ohne sonderliches Interesse wandte er sich ab und sah mich an. »Du bist mich holen gekommen.« »Wir sind dich holen gekommen, Matthew«, sagte ich. »Jackson ist derjenige, der dich aus dem Keller befreit hat. Und Selena hat auch eine große Rolle gespielt.« Achselzucken. »Der einzige Coyon, der es geschafft hat, sich nach dem Blitz zu ertränken«, bemerkte Jackson spöttisch. »Du schuldest mir noch ein Klappmesser.« »Komm, JD, wir lassen die beiden allein. Sie haben sich bestimmt eine Menge zu erzählen. Ich wette mit dir um die andere Flasche, die ich eingepackt habe, dass ich dich beim Dart schlagen kann.« »Kluges Mädchen. Packt Whisky ein für den Jungen, der sich nach dem Getränk benannt hat. Guter Zug, meine weise Feindin.« Jackson blickte von Matthew zu mir und wirkte nicht allzu überzeugt. In mir bekriegten sich zwei Impulse. Meine Neugier wollte Matthew unter vier Augen ein paar Fragen stellen, und meine Eifersucht wollte Jackson von Selena loseisen, um herauszufinden, was letzte Nacht zwischen den beiden passiert war. Die Neugier siegte. »Geht nur und amüsiert euch«, sagte ich. »Wir kommen klar. Ich glaube, ich kann alleine besser mit ihm reden.«
Selena begann, Jackson von mir wegzuzerren. »Du sagst Bescheid, wenn du was brauchst«, fügte Jackson an Matthew gewandt hinzu. »Auf Kajun«, murmelte er. »Wir müssen reden. Heute Abend.« »Gott, du bist so sexy, wenn du auf Französisch sprichst«, flötete Selena. Dann waren sie verschwunden. »Schlampe.« Jackson hatte recht. Jean-Louis konnte wirklich innerlich an einem zerren. Ich versuchte, ein friedliches Gesicht aufzusetzen, bevor ich mich wieder zu Matthew umdrehte. »Hey, du solltest netter zu den beiden sein. Unglücklicherweise sind wir von ihnen abhängig«, er kicherte. »Kannst du jagen oder schießen?« »Oh, ich hatte eine Steinschleuder.« »Okay, ich auch nicht. Aber die beiden jagen. Sie werden uns etwas zu essen besorgen und uns beschützen. Also, ehrlich jetzt, wir müssen uns auf sie verlassen können.« Er grinste. »Diesmal hat die Herrscherin Sinn für Humor.« Es war eine Sache, wenn jemand mich in meinem Kopf Herrscherin nannte. Im richtigen Leben jedoch war es etwas ganz anderes. Matthew war tatsächlich hier, bei mir. »Danke für die Vision.« Das war ein Scherz, von dem ich nie gedacht hätte, dass ich ihn mal aussprechen würde. »Du hast mich vor dem Blitz gerettet.« Er nickte ernst. »Ich bin ein Lebensretter.« »Aber ich hätte keiner sein können. Ich meine, ich hätte den Blitz nicht verhindern können, oder?« Er lachte laut auf. »Du redest wirres Zeug.« Das Schuldgefühl ließ nach. »Matthew, wie telepathisch bist du genau?« »So telepathisch, dass all die anderen Telepathen Medics heißen sollten.« Ich lächelte. Aufregung durchflutete mich. »Und was kannst du so alles sehen?« Er blickte zur Decke hinauf. Seine Augen wurden leer. »Die letzten zwei verbliebenen Monarchfalter sind tausende von Kilometern voneinander entfernt und sie fliegen immer weiter auseinander. Ein Junge fährt auf seinem Skateboard über die Ebene des alten Michigans. Die nächste Karte ist nah. Schau nicht auf diese Hand. Schau auf jene«, beendete ich den Satz. »Ich weiß. Wenn du die Stimmen hörst, schweigen sie, wenn du mit jemandem Kontakt hast?« »Ich will nicht, dass sie schweigen. Devo lässt sie für dich verstummen. Wenn er hilft, schadet er.« »Willst du das vielleicht ein wenig genauer ausführen?« Er schenkte mir ein breites Grinsen. Offenbar nicht. »Kannst du jedem deine Vision schicken? Und kannst du sie über Berührungen verbreiten?« Sein Haar wurde langsam trocken und fiel ihm weich in die Stirn. »Botschaften. Hast du die auch an andere Mitglieder der Arkana gesandt?« Er wirkte beleidigt, als hätte ich ihn beschuldigt, mich zu hintergehen. »Du bist meine Freundin, meine Verbündete.« »Warum hast du mir dann Visionen von Selena geschickt? Was hatte die im Wald zu bedeuten?« »Bedeuten?« fragte er verblüfft. »Ist es schon Zeit, schlafen zu gehen?« »Nein, nicht ganz. Sag mir nur das eine. Ist Selena gut oder böse?« »Wie der Tod.« »Sie ist der Mond«, stellte er nüchtern fest. Das Thema war offensichtlich eine Sackgasse, also griff ich ein neues auf. »Kannst du meine Großmutter sehen?« »Tara Sova«, murmelte Matthew, genau wie sie sich selbst genannt hatte. »Geht es ihr gut?« »Nichts.« »Wir sind auf der Suche nach ihr. Sie kennt alle Antworten.« »Du hast die passenden Fragen.« »Er würde es mir doch sicher sagen, wenn sie nicht überlebt hätte, wo wir doch auf dem Weg zu ihr waren.« »Wenn du ein Telepath bist und ich Pflanzen beherrschen kann, was haben dann die anderen Arkana für Kräfte?« »Viele.« »Sind wir genetisch mutiert oder sowas? Wo haben wir unsere Kräfte her?« »Wir sind geboren.« »Okay. Hat Selena außer Bogenschießen noch andere Talente? Abgesehen davon, dass sie immer perfekt und wie aus dem Ei gepellt aussah, Motorradrennen bestritt und wie ein Profi kochte.« »Weiß sie, wer wir sind? Ist sie die Überbringerin des Zweifels?
Im wahrsten Sinne des Wortes? Und wie viele Arkana gibt es? Warum war die Vision vom Tod so viel lebensechter als all die anderen? Matthew gähnte herzhaft, statt auf meine Fragen einzugehen. Seine Augen wirkten nun etwas weniger hellseherisch, sondern vielmehr kindlich. Obwohl ich auf Antworten brannte, konnte ich fühlen, dass es ebenso wenig nutzte, ihn zu bedrängen, wie wenn ich versuchte, meine Erinnerung herbeizuzwingen. Manchmal musst du zulassen, dass die Dinge sich dir enthüllen. Doch eins musste ich unbedingt wissen. Als du vorhin bewusstlos warst, hatte ich eine Vision von dir und dem, was heute passiert ist. Du hast nicht überrascht ausgesehen, als deine Mutter dich eingesperrt hat. Hast du deine Zukunft gesehen? Nicht meine. Meine nie. Ihre. Er konnte die Zukunft anderer sehen? Und du wolltest nicht eingreifen? Sie vielleicht davon abhalten, ihren Sohn umzubringen und Selbstmord zu begehen? War sie unter dem Stress eingeknickt? Oder hatte sie ihm einen grausamen Wiedergängertod ersparen wollen, indem sie ihn stattdessen ertrinken ließ? Weshalb hatte sie ihn nicht einfach mit ins Auto genommen? Dann erinnerte ich mich wieder. Matthew hatte es mir bereits gesagt. Sie hatte gewusst, dass er nicht in dem Wagen bleiben würde. Hätte nicht viel genutzt, nicht für lange. Mit glitzernden Augen fügte er hinzu. Ich kann sehr weit blicken, Ivy. Also wäre sie so oder so bald gestorben? Oder vielleicht hätte sie ein schlimmeres Schicksal ereilt? Während ich noch überlegte, ob es etwas Schlimmeres als den Tod gab, fragte ich zugleich, wie Matthew es aushielt, derart qualvolle Entscheidungen für andere zu treffen. Armer Junge. Ich streckte die Arme aus, um ihm das Haar aus der Stirn zu streichen, so wie meine Mutter es bei mir getan hatte. Wie konnte ich so rasch so viel Zuneigung für ihn empfinden? Andererseits kannten wir uns bereits seit Monaten. Blinzelnd sah er zu mir auf. Endloses Vertrauen lag in seinen Augen. Ich habe fest daran geglaubt, dass du es rechtzeitig schaffst. Noch ein Gähnen. Warum versuchst du nicht zu schlafen? Morgen können wir noch stundenlang reden. Verlass mich nicht. Nein, ich verspreche es. Seine Lider wurden schwerer. Es beginnt mit mir und endet mit ihm. Endet mit wem, Matthew? Doch er war schon in den Schlaf geglitten. Ich ging zu dem anderen Bett, das etwas abgerückt von seinem stand, legte mich nieder und dachte über die Geschehnisse des Tages nach. Natürlich hatte Selena mit uns kommen wollen. Verdammt, JD, ich könnte ein Abenteuer gebrauchen. In wenigen Minuten hatte sie ihre Überlebensausrüstung, die Funktionsklamotten und Proviant eingepackt. Der Reise war sie definitiv gewachsen. Mit ihrem Motorrad ging sie um wie eine professionelle Stuntfrau. Sie hatte sogar gewollt, dass ich bei ihr mitfuhr. Zweifellos, um zu verhindern, dass ich mich wie eine Klette an Jackson klammerte. In einem Ton, der keinen Widerspruch duldete, hatte Jackson entgegnet, »Ivy fährt bei mir mit.« Hatte ich Selena seine Aufmerksamkeit streitig gemacht? Ich hätte es nicht sagen können. Als wir Richtung Norden gedüst waren, waren meine Gedanken hin und wieder zur vergangenen Nacht gewandert. Doch dann war mir wieder eingefallen, dass Matthews Leben auf dem Spiel stand, und ich hatte mich geschämt. Jetzt konnte ich so viel darüber nachgrübeln, wie ich wollte. Tatsache war, Jackson war betrunken und sauer auf mich gewesen. Und sie hatte ihn in einer Tour bezirzt. Und heute Morgen, als er mich zur Villa zurückbegleitet hatte, war Selena eingeschnappt gewesen, wie eine verschmähte Freundin. Es gab drei Möglichkeiten. Entweder hatten sie es wie die Karnickel getrieben und würden es heute Nacht wieder tun, oder sie waren zusammen und Jackson bereute es inzwischen. Oder, Nummer drei, er hatte seine Hände bei sich behalten. Ich musste es einfach wissen. Obwohl sie nichts getan hatten, was darauf hätte schließen lassen können, dass sie ein Paar waren, taten sie auch nichts, um mich vom Gegenteil zu überzeugen. »Herrscherin?« fragte Matthew, der langsam wieder wach wurde. »Hast du schlecht geträumt? Bist du hungrig? Wir haben etwas zu essen.« Er sah mich aufmerksam an, erhob sich und kletterte zu mir ins Bett. »Hey, was machst du da?« Er nahm meine Hand in seine beiden Hände,
Sofort entspannte ich mich. Bei ihm zu sein, fühlte sich so normal, so natürlich an, so vertraut. Sie spielen, Ivy. Wer? Mir wurde warm und ich war unfähig, die Augen länger offen zu halten. Das Letzte, was ich hörte, war: Die Arcana.